Der Zwieseler Tiefe Erbstollen wurde von 1825 bis 1853 auf Staatskosten als Such- und Entwässerungsstollen mit einer lichten Höhe von 3 Metern und einer lichten Weite von 1,25 Meter in südwestlicher Richtung aufgefahren. Es war der am tiefsten gelegene Bergeshübler Entwässerungsstollen. Er wurde mit einer Länge von 1020 Metern völlig gerade aufgefahren. Über den Stollen wollte man die Erzlager am Fuchsbach, Kirschberg und Flachsland, vor allem aber das Martin-Zescher Lager in größerer Tiefe erschließen, erkunden und vom Wasser lösen. Auch den heutigen Marie-Louise-Besucherstollen entwässerte er. 1931 wurde er verschlossen. Ab 1970 diente er aber auch mit zur Wasserversorgung von Bergeshübel und der umliegenden Dörfer. Er musste jetzt aber wieder freigelegt werden, weil er als Entwässerungsstollen benötigt wird. Wir hatten das Glück, ihn besichtigen zu dürfen. Die ehemalige Zwieselmühle. 1516 wird in alten Urkunden ein Hammer der Zwiesel erwähnt.
Circa 100 Jahre später findet man dann auch ein Bergwerk Dittwiesel in alten Urkunden. Die kleine Siedlung wurde im Dreißigjährigen Krieg größtenteils zerstört, aber anschließend wieder aufgebaut. Als 1885 die Bahnstrecke von Pirna nach Gottleuba gebaut wurde, entstanden hier mehrere Pensionen und Gasthäuser, Kaffeegärten und auch Kegelbahnen. Hier fuhr man gern mit der Bahn hin und nach einer kleinen Wanderung konnte man noch schön hier relaxen. Das größte Anwesen hier ist die aus dem alten Hammer hervorgegangene Zwiegelmühle. Die ehemalige Sägemühle mit Ausschank und Gästebetten wurde nach der Wende verlassen. Die Bahnstrecke war bis zum 8. April 76 in Betrieb. An sie erinnern noch diverse Relikte auf der ehemaligen Strecke, die zum Teil wieder aufgestellt wurden.